Moin Leute, und heute zeige ich euch, wie ihr das geheime Alien-Outfit bekommen könnt. Und in diesem Fall handelt es sich natürlich wieder um eine Such- und Sammelaktion. Das bedeutet, wir müssen jetzt wieder irgendwelche Gegenstände suchen und finden, damit wir dieses geheime Outfit freischalten können. Und in diesem Video zeige ich natürlich alle Locations, wie ihr das bekommen könnt und so weiter und so fort. Aber bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich euch jetzt mal zu bitten, einen fetten Like das Video da zu lassen. Und für die Leute, die mich noch gar nicht kennen, könnt ihr euch auch kostenlos abonnieren. Aber ich würde sagen, fangen wir doch mal direkt an. Um diese Such- und Sammelaktion überhaupt starten zu können, müssen wir natürlich erstmal diese Mission starten. Ja, ich sage Mission, denn wir müssen zuerst zu Salomon Richards bei einem Filmstudios von Los Santos. Denn bei ihm wurde eingebrochen und Filmrequisiten entwendet. Und die hätte er gerne zurück. Und als Dankbarkeit werden wir natürlich eine Belohnung erhalten, die wir natürlich noch nicht kennen. Alien Outfit. Und natürlich werden wir hier wieder auch viel RP bekommen. Und insgesamt 150.000 GTA-Dollars. Aber das ist eher weniger interessant. Auf jeden Fall werde ich euch jetzt alle Locations zeigen. Hier seht ihr auch kurz die Map, wo alle verteilt sind. Und ja, Leute, ihr seht jetzt schon auf der Map 8, 9 und 10. Irgendwie drei Locations haben, aber dazu kommen wir später. Erstmal zeige ich euch so die Locations. Ich würde mal sagen, wir hören uns später. Habt jetzt alle 7 Gegenstände schon mal gefunden. Das bedeutet, wir müssen jetzt diese 7 Gegenstände erstmal zurückbringen, falls ihr das noch nicht getan habt. Denn wir können Gegenstände alle direkt sammeln oder einzeln auch wieder zurückbringen. Das ist ja generell egal. Auf jeden Fall müssen wir jetzt welche zurückbringen. Denn Leute, der nächste Schritt ist ein bisschen komplizierter. Warum ein bisschen komplizierter? Denn Position 8, 9 und 10 haben 3 Locations. Was bedeutet 3 Locations? Die spawnen random. Ja, Leute, die spawnen random. Das ist eigentlich echt scheiße. Warum scheiße? Naja, ihr könnt einfach Pech haben und ihr müsst echt lange suchen, um das zu finden.
Und Leute, ihr könnt das in diesem Fall nicht mehr in eine Freundes- oder Einladungssitzung machen, denn diese Gegenstände spawnen nur in der Open Lobby, da es so gesehen ein Open Event ist. Das bedeutet, ihr braucht eine öffentliche Sitzung oder eine Einladungs- oder Freundessitzung mit mindestens 3 Spielern, damit das überhaupt starten kann. Und ihr müsst einfach mal in dieser Position hin und her fahren. Am besten nehmt ihr einen Oppressor oder sowas, damit ihr schneller seid. Denn diese Gegenstände spawnen zufällig. Ich kann euch jetzt leider auch nicht sagen, an welchem Tag, um wie viel Uhr jetzt die Regel ist, ob das Tag oder Nacht ist oder sonst irgendwas. Ich kann es nicht sagen, die spawnen einfach random und ich habe teilweise auch wirklich lange gesucht, um dieses zufällige Event starten zu können. Deswegen ist diese Part, um das Outfit zu bekommen, leider ein bisschen tricky. Und noch ein kleiner Tipp, Leute, ich habe auch einfach mehrmals die Sitzung gewechselt. Also ich habe meinen Spawnpunkt auf letzter Ort gestellt und habe ein paar Mal die Sitzung geswitcht. Dann kamen bei mir die Sachen teilweise etwas schneller, aber ist auch nur ein Gefühl von mir, falls es bei euch einfach nicht spawnen möchte. Aber egal, let's go. Haben jetzt alle 10 Gegenstände nach einer kleinen Sucherei jetzt gefunden, bringen wir natürlich die Sachen jetzt wieder zu Salomon zurück. Und wir werden Salomon natürlich nicht persönlich begegnen, dafür ist er viel zu fame. Nein, er hat uns eine Kiste hinterlassen und wenn wir diese Kiste öffnen wollen, ja, die Waffe von Rockstar Games haben versucht uns zu erschrecken, aber ich meine, dieser Ladescreen ist einfach endlos und man sah ja schon, was kommen wird. Also, ne? Auf jeden Fall haben wir jetzt als Belohnung das Alien-Outfit bekommen und das Alien-Outfit wurde in unseren Outfits in den Kleiderschrank hinzugefügt. Und das war's auch schon. So bekommt ihr das Alien-Outfit. Ist zwar ein bisschen Sucherei teilweise von den letzten 3 Sachen, aber egal. Es ist möglich, es ist ein cooles Outfit, ihr könnt es auch noch ein bisschen verändern. Mega lustig. Aber Leute, wenn euch das kleine Informationsvideo gefallen hat, würde ich mich übelst freuen, einen fetten Like fürs Video da lassen könntet. Und für die Leute, die mich auch überhaupt gar nicht kennen, abonniert mich, damit ihr sowas nicht mehr verpasst. Aber ich würde sagen, ich bin raus, euer Bombard. Ciao.